Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Bei uns geht es heute um den Jira X1 Home Server. Ich sage es jetzt mit Absicht Home Server, weil aus meiner Sicht wird der Jira X1 auf mittelfristige Sicht den großen Jira Home Server ablösen. Und warum ist das Ganze so? Das vielleicht mal ein bisschen als Historie. Der Jira X1 kam Ende 2016, Anfang 2017 auf den Markt als Hootsuite-Server. Also der letztendlich, was ist so ein Hootsuite-Server? Da könnt ihr euer komplettes Haus steuern. Und da geht es vor allen Dingen auch um solche Themen, dass ich das Ganze visualisieren kann, ne? Also, dass ich hier so eine grafische Oberfläche habe. Das nennt man ja Visualisierung. Und da könnt ihr dann alle Bereiche steuern, also nicht nur fernsteuern, sondern ihr könnt auch Automatiken hinterlegen, wie zum Beispiel Zeitschaltuhren oder eine Anwesenheitssimulation, ne? Die wird dann hier gelernt. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein, sondern ich möchte euch mal so meine Wahrnehmung, das ist meine persönliche Wahrnehmung, auch die Wahrnehmung von Smartest Home, die möchte ich euch mal schildern. Aus unserer Sicht ist der Jira X1 ein sehr leistungsfähiger, kleiner Server, der eine schicke Oberfläche hat, die vor allen Dingen auf verschiedensten Geräten, ne? Also ich sage mal so, das ist jetzt nicht nur das Smartphone oder das Tablet, ne? Das haben wir ja euch hier schon gezeigt. Es gibt, und das ist jetzt ganz neu, man kann jetzt auch über eine App, also letztendlich Neudeutsch App, man kann über eine kleine Anwendung auf jeden x-beliebigen Windows-PC, Touchscreen-PC, steckt ja immer irgendwie ein Rechner dahinter, kann ich natürlich schon hier auf diesen X1 zugreifen. Und damit könnt ihr euer ganzes Haus oder eure ganze Wohnung, könnt ihr damit steuern. Und das war in der Vergangenheit nicht so. Na, also ich blende euch jetzt mal die verschiedenen Softwareversionen ein, weil daran ist letztendlich auch diese Weiterentwicklung gekoppelt. Das war in der Vergangenheit nicht so, weil damals konnte man mit dem X1 nur eingeschränkt, sage ich mal so, ein Gebäude automatisieren, was letztendlich auf der KNX ETS drauf sitzt, weil die Daten importiert werden. Und wir haben jetzt in der letzten Zeit, also so die letzten Monate, haben wir die Feststellung gemacht, dass der X1 ein ganz ausgezeichneter kleiner Home-Server ist. Und nicht nur für kleine Gebäude, sondern auch schon für so mittlere Gebäude ist dieser X1 geeignet. Weil immerhin, man muss sagen, man kann 1000 Datenpunkte mit diesem X1 steuern. Das ist das Limit, was letztendlich er hat. Und damit, weil manchmal immer so einige Stammtischdiskussionen sind, naja, 1000 Datenpunkte, das ist ja gar nicht so viel. Ich sag mal so, eine Gruppenadresse ist nicht immer gleich ein Datenpunkt. Also das kann man so direkt gar nicht sagen. Und für die meisten Projekte, auch für Leute, die jetzt ein größeres Gebäude haben, also man kann fast schon, ich würde jetzt sagen, nicht eine Villa, aber so ein größeres Einfamilienhaus lässt sich mit diesem kleinen Hootsuite-Server durchaus umsetzen. Und da habt ihr alle Funktionen dabei. Also da habt ihr sowieso die ganze Haussteuerung, Heizung, Lüftung, Verschattung. Das könnt ihr alles mit diesem kleinen Server erledigen. Ihr habt Überwachungskameras integriert. Da fällt mir gerade ein, wen das jetzt genauer interessiert, wie man jetzt diesen X1, wie man den X1 programmiert. Dann schaut einfach mal, wir haben diesen Kurs, wir haben einen ganz neuen Kurs im Angebot. Schaut euch diesen mal an, weil das lohnt sich wirklich. In 2-3 Stunden habt ihr mit diesem Kurs verstanden, wie man diesen X1 programmiert. Wir haben da auch wieder ein Beispielprojekt mit dabei. Klickanleitung, ne? Also bloß als Hinweis jetzt. Und ich sehe einfach hier in diesem X1, ne, diese Abgrenzung zum High-End- und Luxusbereich, da sehe ich einfach, da ist dann letztendlich noch so das Thema natives Multiroom-Audio. Das ist das, was eben der X1 jetzt nicht ganz so gut kann. Da könnt ihr zwar eine Sonos-Anlage steuern, aber es gibt natürlich auch eine ganze Reihe Leute von euch, die sagen jetzt, naja, Sonos ist für mich jetzt nicht Multiroom im gehobenen Sinne.
Ne, das ist eine Geschmacksfrage. Aber letztendlich ist es dann auch so. Was eigentlich jetzt diese ganze Entwicklung vorangetrieben hat, ist bei Gira, ist, dass diese GPA-Software, dieser Gira-Projektassistent, den gibt es seit 2014, damals noch für das Logikmodul entwickelt. Und Ende 2016 kam hier der X1 dazu mit ganz eingeschränkten Funktionen. Und ihr könnt mal schauen, auch ich verlinke das unten mal mit in der Box. Wir haben dann Anfang 2017 da auch ein Video drüber gemacht. Da waren wir einer der ersten, die den gezeigt haben. So, und dann auf den X1 ist der L1 gefolgt und der S1. Meine Vermutung ist natürlich, dass im X und ML und im S1 wahrscheinlich ähnliche Hardware drin steckt, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Und mit dieser GPA-Software, das ist also die moderne Plattform bei Gira, ich sage es jetzt so, wie ich das sehe oder wie auch einige der Kollegen sehen, das ist das, was eigentlich Gira jetzt vorangetrieben hat. Und da ist die TKS-IP-Datenschnittstelle dazu gekommen. Da gibt es dieses Alarmsystem Alarm Connect, ich glaube auch auf der Light in Building 2018 vorgestellt worden, ne, und jetzt langsam auf den Markt gekommen. Wenn ihr euch das so anschaut, wenn ihr mit dieser Software euch da beschäftigt, da ist so meine Vermutung, der Home-Server stirbt. Nicht kurzfristig, aber mittelfristig. Weil da habt ihr ja den Gira-Experten. Ne? Wer sich so ein bisschen auskennt, der sieht da diese zwei verschiedenen Plattformen und es sind einfach Lichtjahre oder Welten zwischen einem Experten und zwischen einem GPA. Ne? Ist trotzdem noch nicht trivial, ne, aber man kann also da auch viel besser arbeiten und es kommen immer mehr neue Geräte dazu, die man da alle da drin verwalten kann. So, meine Damen und Herren, jetzt nochmal zu dem Grund oder dem Hintergrund dieses Beitrags überhaupt, was den X1 anbelangt. Aus meiner Sicht, wenn ihr jetzt ein Gebäude habt, was nicht gerade mit Multiroom-Audio jetzt in den Luxus- oder in den High-End-Bereich abdriften soll, ich nenne es mal so, dann ist für euch der X1 die perfekte Wahl zur Haussteuerung. Also das macht, einerseits ist die Installation recht einfach. Es gibt ja ein paar von euch, die können das selbst machen. Die schauen sich unseren Kurs vielleicht an. Da kommt ihr ganz schnell zum Ziel. Und das Tolle ist, der X1, ich glaube, ich muss ihn gar nicht so näher zeigen. Ihr kennt ihn ja auch. Der hat ja natürlich für seine 600 oder 650 Euro, was er kostet, da habt ihr gleichzeitig noch hier eine IP-Schnittstelle hier mit dabei. Und ich finde, Preis-Leistung am gesamten Markt, da wird es ein bisschen schwierig. Ne? Also das ist schon ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und Gira hält das aufgrund seiner Updates immer auf dem aktuellsten Stand. Ne? Manchmal kommen 2, manchmal kommen 3 Updates im Jahr. Wir sind jetzt gerade bei der Version 4.1 bei dem GPA. Und ich glaube, ich habe es schon gesagt, wer sich da näher informieren will, der kann da mal in unseren Kurs schauen. Das absolute Highlight, das zeigen wir euch vielleicht auch nochmal. Das Highlight ist, dass ihr jetzt auf jedem beliebigen PC könnt ihr dort diesen, das heißt Gira Smart Home oder die Gira Smart Home App, könnt ihr installieren. Für mich jetzt als Mac-User oder wir sind also sehr viel in der Mac-Welt zu Hause, für mich wäre das jetzt noch interessant, dass man das Ganze noch auf dem Mac portiert hätte. Ne? Also das, so eine App, dass man unter macOS das laufen lassen haben kann. Toll ist, dass jetzt unter Windows diese Oberfläche da ist. Früher hat man dann immer noch mal den Gira Quad Client für den großen Home-Server installiert. Und also wenn man jetzt neu baut, glaube ich, für die meisten reicht der X1 aus, ne, kostet ein Drittel oder weniger als der Home-Server. Ist in der ganzen Einrichtung viel moderner und ja, also kann in Teilbereichen sogar noch mehr als der Home-Server, wo man dann mit speziellen Libraries arbeiten muss, mit speziellen Plugins arbeiten muss. Und hier tut sich auch einiges. Ja, das war jetzt mal ein kurzer Beitrag. Als Update könnt ihr das so sehen zum X1. Wir finden den ganz gut. Das ist eine ganz tolle Lösung, wenn ich jetzt im
sage ich mal so, im mittleren Neubau bin, ne, mittleren, gehobenen, man kann auch schon sagen gehoben, und das Argument, dass der X1 jetzt bloß für kleine Häuser taugt, das sehe ich gar nicht. Ne? Also da müsste erstmal diese 1000 Datenpunkte, die müsste erstmal ausnutzen. Wer mehr dazu wissen will, schaut mal bei uns in die andere weiteren Beiträge rein. Was man auch sagen muss, also was mir hier sehr gut gefällt, das ist für mich immer sehr wichtig, dass so eine Oberfläche aufgeräumt ist. Ne? Also man kann jetzt das als modern oder weniger modern bezeichnen, aber was mir hier wirklich gefällt, auch wieder das im Vergleich zum Gira Quad Client, was ich da so vorkonfiguriert habe, diese Gira Smart Home App, die zieht sich die Daten aus dem X1 und die Oberfläche finde ich, muss ich sagen, also mir gefällt sie und ich glaube auch vielen von euch wird sie gefallen. Man kommt viel schneller zum Ziel. Man kann es auf verschiedensten Geräten, auf verschiedensten Plattformen installieren und dann könnt ihr damit euer Haus automatisieren. Ja, Steuern, Anwesenheitssimulationen, diese Themen sind ja auch mit dabei, Kameras, Abruf. Also es geht voran, würde ich sagen. Also da tut sich was. Lange Zeit hat sich nichts getan. Jetzt tut sich was. Also auch eine gescheite Lösung da. Wer uns noch nicht abonniert hat, da freue ich mich auf ein Abo. Ich freue mich auf einen Daumen, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema Gira X1 steht. Wollt ihr jetzt lieber einen Home-Server oder wollt ihr vielleicht Basalte Home? Oder wollt ihr den iPC, was auch immer? Was ist eure Wahl? Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!